Ganz schön große Klappe, oder? Ist mir total unsympathisch, der Kerl. Na gut, Problem ist ja, dass die armen Händler jetzt wirklich doppelt zahlen müssen. Also erstmal muss man grundsätzlich sagen, 500 Gold im Monat ist ja im Vergleich zu den Bauernhöfen bei Tredis wenig. Die müssen 1000 bezahlen. Und ich glaube, die Bauernhöfe machen weniger Gold als hier die Händler von Braga. Ich mag die Häuser. Mit diesen Vordächern, um Schatten zu spenden. Ist so super gemacht. Ganz kurz, Luca wegen Eila. Hey, willkommen in Braga. Ich bin Luca. Also ich würde bei der Hitze kein Feuer anmachen. Aber gut, ja, Tribut. Ich bin hier, um dein Tribut einzufordern. Tja, da bist du wohl umsonst gekommen. Ich habe nicht ein einziges Goldstück. Das ist schlecht für dich. Warte, lass mich dir einen Vorschlag anbieten. Lass hören. Ich kann dir eine Rüstung herstellen, wenn du mir dunkles Leder bringst. Und im Gegenzug soll ich den Tribut für dich zahlen. Es ist ja nicht viel, dass ich Zubin schuldig bin. Nur 500 Goldmünzen. Eine Rüstung von mir ist viel mehr wert. Ja, ich glaube, wir werden dann von ihm für dunkles Snapperleder eine leichte Assassinenrüstung erhalten. Die ist echt mehr wert als 500 Goldstücke. Daher machen wir es mal. Schätze, mir bleibt keine Wahl. Gut, ich gehe drauf ein. Ich danke dir, Sohn der Klugheit. Du machst damit ein gutes Geschäft. Das will ich für dich hoffen. Dunkles Snapperleder. Hast du was zu verkaufen? Ich bin untröstlich, doch kann ich dir keine Rüstungen anbieten. Alle Jäger, die für mich gearbeitet haben, sind tot. Sie gerieten in einen Hinterhalt der Nomaden. Vielleicht versuchst du es in der nächsten Stadt. Okay, die da wäre. Was ist die nächste Stadt? Im Osten liegt Benerai. Das Minendorf ist fest in Sanchos Hand. Dort gibt es immer was zu tun. Und wenn du ausdauernd genug bist, kannst du auch versuchen, dich nach Morasul durchzuschlagen. Die große Sklavenburg liegt von hier aus im Süden. Aber der Weg ist nicht ungefährlich. Ah, danke Luca für die Informationen. Also mein Plan ist eigentlich über Ben Erai und Lago nach Bensala zu gehen. Diesen Weg hier würde ich gerne gehen. Ja, an sich ist Ishtar und Morasul sind für dich zwei Ausbrecher. Das sind zwei Städte, die bestimmte Voraussetzungen erfüllen oder für die man bestimmte Herausforderungen erfüllen sollte. Vor Morasul würde ich gerne alle anderen Städte erkunden. Und Ishtar ist eigentlich, ich würde gerne, nochmal. Ben Erai, Lago, Bensala, Ishtar, Bakaresh, Morasul. So würde ich das gerne machen. Ishtar will ich aber nicht direkt erkunden, wie ich das jetzt gesagt habe, sondern ich möchte gerne eine Linie laufen. Ishtar werden wir wahrscheinlich erst gegen Ende besuchen, gegen Ende der Wüste. Ishtar selber. Aber wir werden dann nach Bensala hier in diese Richtung laufen. Warum, seht ihr dann. So, ich will euch ja nichts verraten. José. Willkommen, Reisender. Möchtest du etwas von dem Glück hier lassen, das du mit dir trägst? Ich bin José, der Sklavenhändler. Wenn du an Geschäften interessiert bist, ich hätte da was für dich. Der redet sehr interessant. Sehr motiviert. Was weißt du über Ayla? Ayla! Sie war die Blume von Braga. Was ist passiert? Es war ein Überfall. Azaru und seine Sippe haben sie einfach geraubt. Kein Wunder, dass sie nicht mehr in der Gegend sind. Er sitzt jetzt bestimmt in seinem Lager und sieht dir beim Tanzen zu, dieser Sohn eines Schurken. Schrei doch nicht so, meine Güte. Ich bin hier, um dein Tribut zu holen. Natürlich bezahle ich. Richte nach Falemma die Grüße aus. Endlich mal einer ohne Probleme hier. Josés Tribut, Dankeschön. Was kannst du mir anbieten? Die Nomaden überfallen uns immer wieder. Es sind mehrere Sippen, Ich die hier hasse in der es, wenn Gegend ihr sowas Unwesen passiert. treiben. Für jeden Sippenanführer, den du tötest, zahle ich dir ein Ich wusste, dass gutes so etwas Kopfgeld. passieren würde. Wer sind die Sippenanführer? Malir und Taklar sind die Anführer von diesen Räuberbanden. Sie lauern Reisenden in den Ruinen auf. Du wirst Und schon sie gehen. waren es auch, die Tufail überfallen und unseren Tribut gestohlen haben. Von Azaru und seiner Sippe hat sich schon lange keiner mehr blicken lassen. So ist das mit den Nomaden. Man weiß nie, wo die Mistkerle stecken. Grundsätzlich, oh, Malia, Takla und Azaru. Grundsätzlich müsst ihr wissen, gibt es hier in der Wüste auch, genau wie in Myrtana, zwei Fraktionen, Assassinen und Nomaden. Das sieht man auch ganz gut hier unten. Hier. Die Assassinen sind eigentlich die, die, ja, Menschen versklaven, mit den Orks zusammenarbeiten und so weiter und so fort. Und die Nomaden sind eigentlich Ich kann die mich auch nicht Diener um alles kümmern. Adanos.
die ebenfalls ein bisschen wie das Waldvolk in Myrtana das Gleichgewicht halten wollen. Die befreien auch Sklaven. Also prinzipiell gesehen, wenn wir jetzt den ganzen Lieben spielen wollen, und ich bin eigentlich eher gegen die Sklaverei, natürlich, aber auch hier in Gothic ganz besonders, daher müssten wir uns eigentlich für die Seite der Nomaden entscheiden. Wisst ihr, was ich meine? Du wirst schon sehen. Ja, ich werde schon sehen, das glaube ich auch. Okay, ich weiß gar nicht, darf man hier reingehen? Ja, oder? Ja. Seht ihr, wie genial einfach dieses Spiel ist? Guckt es euch an. Wie individuell sich die drei Klimazonen auch von den Häusern her unterscheiden. Hier Gewürze wahrscheinlich. Ach Mann, oh Mann. Und wie liebevoll alles eingerichtet ist. Mir tun die Sklaven so leid, wisst ihr das? Ich kann mich doch nicht um alles kümmern. Besser, du gehst weiter, sonst kriegen wir noch Ärger. Hier liegen noch Leichen. Nee, also ich bin gegen die Assassinen. Tut mir echt leid. Also, Sklaverei? Nee, danke. Rosé und generell die Häuser sind alles so hübsch. Guck mal. Ich hasse Wasserpfeifen. Ja, ihr müsst mich gar nicht so angucken. Ich mache schon nichts Schlimmes. Ich mag die Häuser wirklich total. So, Diego. Hallo, Bernardo. Ich komme, um dein Tribut abzuholen. So, das hat Tufail vor einiger Zeit auch gesagt. Und ich vertraute ihm mein Gold an. Doch, was hat er damit getan? Er hatte sich von einer Handvoll Nomaden abnehmen lassen. Heißt das etwa, du willst nicht zahlen? So ist es, Fremder. Ich habe bereits gezahlt und ich werde nicht eine weitere Münze hergeben. Also, man kann mir ja ein Angebot machen oder nett darüber nachdenken oder das besprechen, aber mir das so zu befehlen? Nee, nee, nee. Schätze, ich werde den Tribut aus dir herausprügeln. Du kannst es ja mal versuchen. Du bist keine Herausforderung. Ah, Bernardo, da wäre ich mir nicht so sicher. Leute, es gibt einen Kampf. Die Deckung hoch. Gut gemacht. Naja, das war jetzt nicht so toll. Danke, Diego. Bernardo, und seht mal, ein Teleportstein nach Braga. Was für ein Zufall. Ja, will ich mit Diego reden? Um ehrlich zu sein, noch nicht. Ich würde lieber zuallererst noch einmal nach Nemora zurückkehren, tatsächlich. Ja, jetzt grab ich ganz tief. Erst zurück nach Nemora, denn jetzt haben wir den Teleportstein. Ich mache das immer so, die Aufgabe so weit hier vorantreiben, dass wir zumindest einen Teleportstein erhalten, um dann, ja, hierhin zurückreisen zu können. Und wir haben inzwischen doch ganz schön viele Aufgaben. Selbst schuld. Wie sieht's aus? Willst du jetzt bezahlen? Du lässt mir keine Wahl, Vater des harten Schlages. Dankeschön. Zeig mir deine Ware. Ja, genug Gold hat er sowieso. Also, stell dich mal nicht so an. Okay, mal ganz kurz. Teleportsteine, wie gesagt, wir reisen mal ganz kurz nach Nemora. Ist nur, damit wir da die Aufgaben endlich abschließen können und uns da nicht mehr drum kümmern müssen. Wir werden dann mit der Wüste weitermachen. Silden, Geldern, Faring schieben wir dann hinten auf. So. Das hat uns gerade noch gefehlt. Ach Mann. Kalen. Schön. Heil angekommen. Na gut, und wir sind auch heil in der Wüste angekommen. Also, ist schon große Fortschritte. Wir haben jetzt also die große zweite Klimazone hier in Gothic 3 erreicht. Aber wirklich sehr beeindruckend, die Spielwelt, oder? Ich liebe es einfach. Viele sagen, dass die Spielwelt recht leer ist und so weiter und so fort. Das liegt daran, dass das Spiel halt, ja, Piranha Bytes hat sich, finde ich, ein bisschen übernommen mit der Spielwelt. Aber für die Möglichkeiten, die sie hatten, ist die Welt wirklich großartig. Und es macht auch wirklich Spaß. Ich spiele das alles nicht. Ich bin so übermotiviert, jedes Mal das Spiel zu spielen, weil es mich einfach so extrem beglückt, wenn man so sagen möchte. Es macht wirklich riesig Spaß. Aber ich freue mich da auch schon seit Jahren drauf. Seit 3 Jahren oder sowas will ich das Spiel nochmal aufnehmen. Also es ist wirklich, es kribbelt mir schon ewig in den Fingern. Aber okay, Russell und die Waren aus der Wüste. Hier sind die Waren aus der Wüste. Ich wusste, sie sind noch da. Sehr gut gemacht. Hier dein Anteil von unserem Gold. Dankeschön. Ich habe dir einen Paladin besorgt. Paladine sind genau das, was unsere Moral wieder auf Vordermann bringt. Sehr gut, du weißt, wie du uns hilfst. Oh, bitteschön. So, jetzt haben wir Ruf von 80, jetzt erfahren wir, wer der Anführer ist, oder? Sagst du mir jetzt, wer hier der Boss ist? Ich bin mir da noch nicht ganz sicher. Du bist der Anführer von Nemora. Na schön. Du hast genug für uns getan, dass ich das jetzt ruhigen Gewissens zugeben kann. Sehr gut gemacht. Hier dein Anteil von unserem Gold. Ja, ich bin der Anführer von Nemora. Willkommen in unserer Mitte, mein Freund.
Ich hoffe, du wirst uns nicht enttäuschen. Keine Sorge. Ruf an Rebellen plus 2, 33. Ah, die 40 ist doch immer erreichbarer. Okay, Hangley, das machen wir auch. Hangley überfällt harmlose Bauern, um sich selbst zu bereichern. Jetzt ist Schluss. Ich schmeiß den Typen raus aus meinem Lager. Ich hab das Schwein schon viel zu lange gewähren lassen. Das hast du gut gemacht. Halt die Ohren weiter offen, ja? Hier hast du deine Belohnung. Das hat er auch verdient. Ganz ehrlich, der kann keine Bauern überfallen. Der Rebell Charles beim Tempel von Trelis braucht Verstärkung. Verflixt und zugenäht. Was denn noch alles? Gibt es auch mal etwas, das glatt läuft in diesem verfluchten Land? Was soll ich Charles sagen? Sag ihm, das mit der Verstärkung kann er vergessen. Wir haben nicht genug Leute für so eine Aktion. Er muss da jetzt alleine durch. Eine Nachricht für den Rebellen Charles, da wird er sich freuen. Ich denk darüber nach. Wie kann ich helfen? Du könntest deine Kampfkraft für uns einsetzen. Ich schlage vor, du fragst erst noch die anderen. Verstehe. Ich bin gerade in Gedanken. Ja. Heißt das, wir bekommen jetzt noch mehr Aufträge? Ich glaube nicht, oder? 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 Ich meine nicht. Nee. Ich denke mal, er meint eher die Aufgabe da vorne mit Trelis angreifen, aber das machen wir nicht. Lass mich bloß in Ruhe, du Verräter. Die Rebellen haben mich aus Nemora verbannt. Und du gehst mir besser aus dem Weg. Er hat es nicht anders verdient, ich sag's nochmal. Tja, alle mögen uns, super. Na gut, Charles bekommt von uns jetzt die Nachricht. Und Hangley geht, wo der wohl hingehen wird. Du hältst dich da raus. Ich wette, der ist später entweder auf dem Bauernhof unten direkt vor Trelis, wisst ihr, wo ich meine? Oder in Trelis selbst, ein kleiner Überläufer. Wisst ihr, was ich meine? Na gut, ich würde sagen, wir reisen mal ganz schnell nach Montera, tatsächlich, und werden Charles mal Bescheid sagen. Die Aufgabe mit Charles und der Nachricht und so weiter und so fort habe ich ja noch nie gemacht. Da würde mich sehr interessieren, wie Charles reagiert, wenn er erfährt, dass er, ja, keine Verstärkung erhält. Finde ich sehr interessant. Einmal bitte essen. Dankeschön. So. Und ob ihr es glaubt oder nicht, das muss ich einfach loswerden. Wir sind dem Zwei-Waffen-Kampf viel, viel näher, als man denken mag. Also dem Kampf mit zwei Klingen. Und da freue ich mich auch schon riesig drauf. Dann bräuchten wir eigentlich noch ein Bastardschwert. Aber alles zu seiner Zeit. Ach ja. Ich bin mir sicher, du hast noch zu tun. Ah, kann man so formulieren. Also wir haben jetzt doch auf einmal ganz viel Ruf bekommen, oder? Bei den Rebellen. Jetzt sind wir bei 34. Bei 40 können wir uns die nächste Rüstung kaufen. Das ist jetzt wieder so extrem verlockend, das zu machen, aber die Ziele, die wir jetzt erfüllen könnten, setzen halt da voraus, dass wir irgendwelche Ork-Einheiten töten. Ich weiß nicht, inwiefern das schlimm ist, wenn wir jetzt für Redok irgendwelche Ork-Horden töten, Ork-Mengen töten. Könnten wir theoretisch ausprobieren, ob man uns in Kapdun böse ist, wenn wir jetzt da oben die wandernde Patrouille töten. Wisst ihr, wo ich meine? Bei Ardea da vorne. Aber ich glaube, dass die Orks uns dann aggressiv gegenüber werden. Und das kann ich aber kurz erklären. Es ist in Gothic 3 so gemacht, wenn man eine gewisse Anzahl von Städten befreit hat von Orks, sind die Orks einem direkt aggressiv gegenüber. Ich denke mal, damit spoilere ich nichts Großartiges, es ist nur einfach so geregelt. Deshalb will ich eben die Städte auch noch nicht überfallen. Ich möchte erst in den ganzen Städten die Aufgaben erfüllen, die Erfahrung mitnehmen. Ich meine, wir haben 100 Lernpunkte, um Gottes Willen. Anstatt das einfach so hinzuschmeißen. Charles war hier unten, stimmt. Ich wollte gerade fast sagen, es war Steve. Ach ja. Die habe ich noch nie gefunden hier unten, die. Ich habe mit Russell, dem Anführer von Nemora, gesprochen. Großartig. Was sagt er? Tja, das mit der Verstärkung kannst du vergessen. Verflucht. Ich hatte es befürchtet. Nichts für ungut. Dann werde ich mir was anderes überlegen müssen. Hier, für deine Mühen. 300 Gold. Ja, tut mir leid, Charles. Eine bessere Nachricht habe ich nicht. Lass mich in Ruhe. Die dürfen wir eh nicht aufmachen. Na gut. Damit haben wir Nemora erstmal grob abgeschlossen. Auf nach Praga. Ja, ihr merkt, ich freue mich auf die Wüste. Ich freue mich riesig. Also, Varant ist jedes Mal ein Highlight für mich. Ach, okay, jetzt sind wir auf der anderen Seite von der Stadt. Kurz Orientierung. Ja, wir sind hinter der Stadt gelandet. Boah, sieht das toll aus. Ach ja, die Wüste.
Bevor wir mit Diego reden, ja, Diego, ich weiß, ihr wollt, dass ich mit Diego rede. Bevor wir das machen, gehen wir nochmal ganz kurz hoch zu unserem guten Wasserhändler Abbas und versuchen mal von ihm noch sein Tribut zu erhalten. Ihr habt ja gehört, es ist irgendeine Art Wasserkelch, eine Art Silberkelch. Versuchen wir es mal. Ich komme, um dein Tribut zu holen. Ich würde ja bezahlen, Sohn der Nachsicht, aber ich fürchte, mit Gold ist es nicht getan. Ich versprach Zuben meinen Kelch, den Kelch der Wasserhändler. Aber den hast du natürlich nicht mehr. Ich gab ihn Tufail, als er den Tribut eingesammelt hat. Doch dieser Sohn eines Nichtsnutzes hat ihn sich abnehmen lassen. Ich bitte dich untertänigst, finde den Kelch und bringe ihn nach Falem. Okay, der Kelch der Wasserhändler. Und wo ist er? Wo könnte der Kelch sein? Hier, nimm dies als Zeichen meines Dankes. Was? Was? Das war aber der falsche Dialog. Also er wollte sagen, in den Ruinenfeldern, irgendwie sowas. Na, tolle Angabe. Vielleicht kann Tufail ja selbst was sagen. Ich hasse diese Frisur. Ganz schlimm, tut mir leid, aber ich finde die ganz schlimm. Nafalem schickt mich. Tja, meine Taschen sind leer. Ich habe nicht eine einzige Münze. Aber warte, bevor du mich umbringst, will ich dir ein Geschäft vorschlagen. Lass hören. Kämpfe mit mir gegen Malir und seine Räuber. Wenn wir siegreich sind, wirst du mehr Gold haben, als mein Leben noch wert ist. Du kannst alle Beute behalten, die wir machen. Und dann soll ich dich laufen lassen. Und bei Nafalem meinem Tribut zahlen. Das ist mein Angebot. Klingt doch gut, oder? Nee, also den töten wir dann nicht, um Gottes Willen. Gut, kämpfen wir gegen die Räuber. Das wirst du nicht bereuen, Sohn des Mutes. Ich kenne das Versteck von Malir und seinen Räubern. Sie haben hier eine Höhle. Wir können losgehen, sobald du bereit bist. Ja, warum nicht? Los geht's. Lass uns die Nomaden angreifen. Dann auf für den Kampf. Ja, dazu müsst ihr... Moment. Heftig. Wir haben schon die erste Waffentruhe verpasst. Nee, gut, ich habe ja vorhin erzählt, ja, es gibt Nomaden und Die Nomaden hier, die wir jetzt töten, das sind aber böse Nomaden, das sind Räuber. Das sind keine der Nomaden, die wir unterstützen können, um gegen die Assassinen vorzugehen. Das sind wirklich reine, böse Banditen, Räuber, Tu-nichts-Gute oder eben, ja, wie die Banditen eben in Myrtana. Wirklich reine Gegner. Keine Gegenfraktion der Assassinen, sondern einfach freie Gegner. Heftig, wir haben die erste Waffentruhe übersehen. Die war tatsächlich im Pass hier nach Varant. Aber das trifft sich ganz gut, da ich noch nichts habe, um mir aufzuschreiben oder zu markieren, welche ich bereits getötet habe oder gefunden habe. Und hier haben wir diese Ruinenfelder. Also gewöhnt euch dran, davon werden wir massig finden. Sollen die Würmer dich fressen? Die Würmer? Was für eine Aussage. Armer Varan. Ich glaube, wir haben seine Zunge sogar mitgenommen. Ja, das Ruinenfeld sehen wir uns später an. Erstmal folgen wir Nafalem. Tufail, um irgendwie in den Besitz der ganzen Tributzahlung zu kommen. Und vor allen Dingen natürlich, um die Nomaden zu töten. Da haben wir sie schon. Boah, also, wir machen ganz guten Schaden. Es ist ganz okay eigentlich, finde ich. Wow, ganz ruhig. Alles gut. Trink bitte. Okay. Wohl doch nichts gut. Da. Au. Au. Da. Da.
Oh, jetzt sind wir vergiftet. Ja, die Assassinen, oder eher gesagt die Räuber auch, kämpfen mit vergifteten Schwertern. Das war's. Rache. Meine Güte. Rufenbar Braga plus 10. Das freut mich. Meine Güte. Tja. Ja, schöne Wüstenhöhle hier, oder? Also als Lager auch nicht schlecht. Hätte ich auch genommen. So ganz viel Morgentau übrigens hier. Oh, nehmen wir auch mit. Ein paar Pfeile sogar. Und was haben wir hier? Noch mehr Zeug. Und Waffenbündel. Ein bisschen Morgentau nehmen wir auch mit. Ja, Tufail, wir haben es geschafft. Malir ist besiegt. Gute Arbeit. Nimm dir die Beute und geh damit zu Naphalem. Er wird mich zwar nicht zurück in die Stadt holen, aber zumindest werde ich nicht sterben. Was hast du jetzt vor? Ich werde zu Abbas, dem Wasserhändler, gehen. Dort werde ich wenigstens nicht verdursten. Tolle Aussage. Na gut, ich finde, er hat immerhin versucht, seinen Fehler wieder gut zu machen. Und hier haben wir Kelch, der Wasserhändler. Er hat versucht, seinen Fehler wieder gut zu machen. Dementsprechend hat er es auch verdient. Das ist falsch gesagt. Dementsprechend sollte er auch leben. Also ihn jetzt zu töten, wäre wirklich nicht gerecht. Er hat hier wirklich versucht, seinen Fehler wieder gut zu machen. Er ist bereit gewesen, mit uns hier hinzugehen. Mit uns zusammen die Räuber zu besiegen. Und ihn jetzt zu töten, wäre wirklich das allerletzte. So. Dann geh deines Weges, lebe und sei froh, dass wir dich leben gelassen haben. So, da haben wir jetzt das große Ruinenfeld. Sollen wir mal einfach mal durchmarschieren? Einmal. Ja, da sind sie schon. Die neuen Wölfe. Die da heißen Schakale. Furchtbare Gegner. Genauso furchtbar wie Wölfe. Bringt sogar genauso viele Erfahrungspunkte. Was haben wir hier? Ein Korb. Nein. Okay, noch ein Schakal. Ja, ich meine zumindest, dass Schakale wirklich genau das gleiche Kampfverhalten haben wie Wölfe. Dementsprechend wären die auch relativ, ouch, unberechenbar. Mann, oh Mann. Korb öffnen. Vergiftung heilen und Schmuck. Toll, danke. Ah, ihr seht schon, Schakale sehen... Bist du das wie Hyänen? Nein, nee. Nee, nicht wie Hyänen. Und die haben auch kein Fell, schade. Ah, der Weg müsste doch nach Ishtar führen, richtig? Ja. Das heißt, diesen Weg werden wir erst etwas später bestreiten. Heilwurzel und Sonnenkraut. Ach ja, ich liebe die Ruinenfelder. Außer die Schakale, die sind immer schlimm. Schlimm ist, dass sie kein Fleisch verlieren, fällt mir gerade auf. Bei Wölfe hat man immer dieses, man isst ein Stück Fleisch, man bekommt ein Stück Fleisch, man isst ein Stück Fleisch, aber von Schakalen bekommt man gar nichts, fällt mir gerade auf. Definitiv das gleiche Verhalten wie Wölfe. Definitiv. Ich habe mich gerade gefühlt, als würde ich einen Wolf bekämpfen. Ah, super. Ah, das ist schon der nächste. Wolfskraut, Sonnenkraut und Krötenwurz. Und ein Schakal. Oh Mann. Okay, das war dann hier diese erste kleine Ruinenfront. Ich würde sagen, die machen wir dann beim nächsten Mal. Erstmal wollen wir die Tributzahlungen leisten, oder? So, dass wir die Aufgabe schon abgeschlossen haben. Und noch ein Kämpfer hier. Wahrscheinlich dann, ja, der Kämpfer mit seiner Hütte vor der Stadt. Ja, Braga hat tatsächlich drei Eingänge. Einen hier,
Eins, zwei, drei. Drei Eingänge. Okay. Wo ist denn Nafalem? Ach da. Auf seinem Thron natürlich. Wo denn sonst? Hier. Das ist von Tufail. Was? Das ist... Aber... Ich kann mir nicht vorstellen, dass Tufail das Gold alleine aufgetrieben hat. Sei vorsichtig, Reisender. Großzügigkeit kann eine große Schwäche sein. Aber Tribut ist Tribut. Gut, ich nehme das Gold an. Das höre ich gerne. Ich habe den Kelch der Wasserhändler. Ah, dieser Kelch ist mir einen besonderen Dank wert. Ich bezahle den Tribut für Luca. Ich hoffe, du hast wenigstens ein gutes Geschäft mit ihm gemacht. Ja, durchaus. Hier ist der Tribut von José. Ich denke, er wird dir keine Schwierigkeiten gemacht haben. Er ist ein guter Händler. Er hat allen Orks, die hier vorbeigekommen sind, Sklaven verkauft. Und der Pass ist der einzige Weg in die Wüste. Das stimmt. Außer man schwimmt. Ja, der Tribut von Bernardo. Ich glaube übrigens, dass wir dem das Gold aus dem Inventar abgenommen haben. Müsstet ihr mal nachgucken, aber ich meine, er hätte sogar mehr Gold als 500 im Inventar gehabt, oder? Ich meine schon. Hier ist der Tribut von Bernardo. Er hat dir doch wohl keine Probleme gemacht, oder? Naja. Nein. Wegen des Tributs. Ja, ich bin einigermaßen zufrieden. Mehr ist hier wohl nicht zu holen. Es ist wohl besser, wenn ich bleibe, um die Ruhe zu bewahren. Was dich angeht, ich werde dich in Ishtar empfehlen. Mach weiter so, dann wirst du bald ein Freund der Assassine sein. Vielleicht will ich das ja gar nicht. Was kannst du für mich tun? Da du dich als fähig erwiesen hast, werde ich dich in den Künsten der Magie unterweisen. Ja, und zwar die Magie Belias. Bring mir etwas über alte Magie bei. Ah, oder nur altes Wissen. Na gut. Ja, man muss aber sagen, dass es gut geklappt hat. Und wir haben so viel Erfahrung. Wahnsinn, bald 110 Lernpunkte. Hohohoho. Ich glaube, wir erhöhen dann echt mal die Lebensenergie. Was haben wir hier? Aber einige unter den Nomaden wollten Innos nicht folgen. Und das Volk der Nomaden ward gespalten. Und die Innos folgten, errichteten große Tempel und wurden das Volk von Varant. Und das Zepter war ihr Zeichen der Herrschaft. Und ich glaube, das ist das sogenannte alte Volk. Na gut, ich würde sagen, wir gehen noch einmal ganz schnell... Entschuldigung. Wir gehen noch einmal ganz schnell hoch zu Abbas. Vielleicht bekommen wir von dem noch etwas dafür, dass wir den Kelch der Wasserhändler gefunden haben. Und danach machen wir erst beim nächsten Mal weiter, oder? Als ersten kleinen Einblick hier in Braga und in die Wüste soll das mal gereicht haben. Ich habe deinen Kelch zu Nafalem gebracht. Ich danke dir, Sohn des Mutes. Damit hast du mich vor großem Übel bewahrt. Hier, nimm dies als Zeichen meines Dankes. Dankeschön. Hat sich gelohnt, nochmal hinzugehen. Okay, dann würde ich sagen, Leute, das soll der erste Einblick hier in die Wüste von Varant gewesen sein. Beim nächsten Mal geht es dann hier weiter. Wir werden dann, ja, eine kleine Nomadenkopfgeldjagd starten und Stück für Stück versuchen, hier Braga im Umland von den Räubern zu befreien. Nochmal, das sind nicht die Nomaden, die im Kontrast zu den Assassinen stehen. Das sind wirklich freie Räuber. Und die werden wir beim nächsten Mal jagen. Die müssen sich, glaube ich, alle hier in den Ruinenfeldern befinden. Ich bin mir nicht ganz sicher. Wir werden auf jeden Fall keine Nomaden töten, die als Kontrast der Assassinen dienen. Also wie gesagt, ich bin grundsätzlich gegen die Assassinen, gegen die Sklaverei, für die Freiheit und damit für die Nomaden. Aber gut, mehr dazu beim nächsten Mal. Ich sag vielen Dank fürs Zuschauen und freut euch vor allen Dingen auf Ben Arai, die nächste Stadt. Denn da wird was ganz Tolles passieren. Bis dahin, vielen Dank und bis zum nächsten Mal.